da einige darum gebeten haben, machen wir heute ein Fragen- und Antwort-Video. Also ich beantworte eure Fragen, die ihr gestellt habt. So, ich habe jetzt mal wieder gar keine Ahnung, was für Fragen auf mich zukommen, weil das Team vorbereitet hat. Gut, dann fangen wir mal an. Frage 1. Was hast du für Hobbys? Geht ja direkt in eine komische Richtung, Privatleben. Was habe ich für Hobbys? Oh Gott. Wir haben ein Pony, das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Da sind wir ziemlich oft, mein Mann und ich. Was habe ich sonst für Hobbys? Ich male gerne, ich häkel. Ich lese gerne, wobei ich eigentlich nur therapeutische Sachen lese und nicht irgendwie Romane oder so. Ich nehme mir das immer vor, aber ich komme dann doch nicht dazu. Was habe ich noch für Hobbys? Mein Job nimmt am meisten Zeit in Anspruch, würde ich mal meinen. Was haben wir noch für Hobbys? Schwimmen, reiten, tanzen, Standardtanz, solche Dinge. Also ein ganz normales Leben. Ich glaube, die Leute denken manchmal, dass eine Domina nur mit diesem BDSM-Kram zu tun hat und kein Privatleben hat und auch privat nur in Lack und Leder rumläuft, das ist definitiv nicht so. Also, ich glaube, man muss auch, wenn man einen anstrengenden, es ist anstrengend, es ist halt herausfordernd, wenn man jeden Tag mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Das ist halt sehr, sehr herausfordernd und ich glaube, dann braucht man auch immer wieder einen Rückzugsraum und einen Ort, an dem das Handy nicht mitkommt. Und ja, genau, das sind Malen, Häkeln, Reiten, Tanzen, Spielen, solche Dinge. Wissen alle in deinem Umfeld von deinem Beruf? Nein. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die wissen nicht von meinem Beruf. Und das hat auch meistens gute Gründe. Ich hatte zum Beispiel neulich auf einer Hochzeit so ein Negativerlebnis, dass da jemand einfach Dinge gesagt hat, die so total in so eine Vorurteilskiste gehen. Also mein Mann würde nur unterm Pantoffel stehen, er hätte nichts zu sagen und ich wäre ja die knallharte Domina. Und das zeigt halt ganz schön, dass dieser Mensch BDSM nicht verstanden hat. Also mit Vorurteilen hat man da so oft zu kämpfen und gibt Situation, wo ich das einfach frei raus sage, hey, ich arbeite als Online-Domina, dann kommen Rückfragen, online, wie geht das denn und so. Aber es gibt auch Situationen, wo ich einfach keinen Bock habe, da im Mittelpunkt zu stehen, wo ich keinen Bock habe, da drüber zu sprechen, wo ich einfach, wenn ich privat unterwegs bin, dann bin ich privat und dann möchte ich auch nicht unbedingt die ganze Zeit nur über diese eine Sache sprechen. Zum Beispiel im Urlaub haben wir ein älteres Ehepaar kennengelernt. Die kamen aus der Nähe von Bonn, irgendwie sowas. Und die waren halt schon Mitte 60 und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen und so. Und die fragten dann halt aus und ich habe dann halt gesagt, ich bin Sexual- und Paartherapeutin, Feierabend, weil ich dieses Fass einfach nicht aufmachen wollte im Urlaub. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Wobei es mir jetzt auch schon öfter passiert, dass ich von Menschen auf der Straße angesprochen werde, ob ich Lady Penelope bin. Was natürlich auch irgendwie eine ganz neue Situation ist. Mir ist das neulich mal in der Sauna passiert. Das war relativ unangenehm. Naja, aber im Endeffekt gehe ich sehr offen damit um, aber ich finde halt auch so, es gibt halt Situationen, wo das halt einfach nicht gut reinpasst. Na, und ich muss mich da jetzt nicht in den Vordergrund drängen. Dritte Frage. Was sagt denn dein Mann zu deinem Beruf? Die Frage kommt immer. Besonders, wenn wir irgendwo zusammen unterwegs sind. Wie ist das denn für dich? Mein Mann und ich haben uns kennengelernt, als ich das zum Teil schon gemacht habe. Ich habe da noch viel als Webdesignerin gearbeitet und habe damit eigentlich mein Hauptbrot verdient. Und das hat sich dann immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und für ihn war das nie ein Problem. Also es war nie so, dass er gesagt hätte, boah, das geht gar nicht oder so. Das einzige Thema, was wir ab und zu haben, ist meine Sicherheit, weil es schon ab und zu mal Stalker gibt, die komische Sachen machen, weil es schon natürlich auch, wenn man sich mit einem Klienten trifft, auch wenn man schon 8 Wochen, 3 Monate, 6 Monate mit dem zu tun hatte, ist halt immer noch so ein Gefahrenpotenzial da, wobei ich glaube, dass ich das ganz gut einschätzen kann. Also es ist eher eine Sorge um mich.
Es war noch nie so, dass er mir das verboten hätte, dass er gesagt hätte, du darfst das nicht machen. Für uns ist das ganz normal. Wenn wir darüber reden, dass ich mich mit jemandem treffe, dann ist das wie andere Leute übers Einkaufen sprechen. Und ich glaube auch, dass das nicht ohne gehen würde. Also ich glaube, ich bin eine zu starke Persönlichkeit, dass ich mir ja verbieten lassen würde, machen zu dürfen, was ich möchte. Und das weiß er, das akzeptiert er und das ist auch ein schönes Gefühl, dass ich in einer Beziehung leben darf, in der es einfach, in der ich so sein darf, wie ich bin. Und ich werde hier nicht, es wird nicht an mir rum verbessert, optimiert oder wie auch immer, sondern wir sind beide so, wie wir sind. Wir haben unsere Macken. Zum Beispiel lasse ich überall meine Socken liegen. Ich ziehe Socken an, ziehe sie unterm Schreibtisch aus. Ich ziehe neue Socken an, ziehe sie unterm Esstisch aus. Also hier liegen überall Socken rum. Es ist lange nicht so aufgeräumt, wie es vielleicht im Hintergrund aussieht. Und das war am Anfang immer ein Riesenstreitpunkt. Und mittlerweile ist es so, dass er festgestellt hat, dass es nichts bringt, sich darüber aufzuregen. Und andersrum gibt es genauso Sachen, die er macht, die mich wahnsinnig aufregen. Zum Beispiel, ich sollte jetzt vielleicht nicht über meinen Mann herziehen, ne? Egal. Muss er abhören. Zum Beispiel räumt er wahnsinnig gut die Spülmaschine ein. Da hat er wirklich ein Talent für, bis auf den letzten Quadratzentimeter. Aber er stellt sie nicht an. Das macht mich wahnsinnig. Also ich muss nie die Spülmaschine einräumen. Ich habe sonst immer bei den Paaren die Diskussion, wer die Spülmaschine einräumt und wer sie wieder ausräumt. Ich muss sie nur anstellen. Und auch das, auch daran habe ich mich gewöhnt. Und das ist okay. Ich glaube, in einer Beziehung gehört es auch dazu, dass man den anderen so sein lässt, wie er ist. Und das kriegen wir beide ganz gut hin. Und ja. Es ist meine große Liebe. Es ist der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte. Nächste Frage. Welches Spielzeug kannst du für Frauen empfehlen? Krasser Themenwechsel. Massagestäbe sind sehr gut. Also es gibt den Magic Wand, der ist aber relativ teuer. Ich glaube, der kostet 130 Euro. Es gibt von Lovance den Domi. Kann ich ja mal den Link in die Beschreibung packen. Das ist auch ein Massagestab, der ist wasserdicht. Und da ist der Kopf so ein bisschen biegsam. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Ich nutze den auch selber in der Badewanne. Also ein Massagestab. Da solltest du aber schon auf Qualität achten, weil die Dinger halt, wenn die nicht so eine gute Qualität haben, dann gehen die halt schnell kaputt. Und das ist nicht so gut. Also den Satisfyer ist auch sehr gut. Also diese Dinger. Finde ich persönlich. Bringt bei den meisten Frauen am meisten. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Ausprobieren, aber Massagestab oder Satisfyer ist für die meisten Frauen eigentlich so die beste Variante. Mein Mann, nächste Frage. Mein Mann widerspricht mir immer im Rollenspiel. Was kann ich tun? Knebeln. Nee. Jetzt muss sogar der Kameramann lachen. Mein Mann widerspricht mir immer im Rollenspiel. Es gibt Menschen, die lieben dieses Topping from the Bottom. Also die lieben dieses Spiel der Widerworte geben. Daraus beziehen die einen ziemlich großen Anteil ihrer Lust. Ich würde das außerhalb des Rollenspiels mal besprechen und fragen, hey, gibt es mir da Widerworte? Das ist mir aufgefallen. Macht dich das an? Machst du das aus einem Unsicherheitsgefühl? Machst du das vielleicht auch, weil du das Gefühl hast, wir gleiten in eine falsche Richtung ab? Was sind da die Beweggründe? Und oftmals ist es so, dass den Leuten das selber dann gar nicht bewusst ist. Die streiten das dann ab. Manchmal kommen auch Vorwürfe. Also da musst du ein bisschen also versuchen, geerdet und wertneutral daranzugehen. Und dann würde ich ihnen ein bisschen Zeit geben. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Und einfach da die Kommunikation suchen. Also immer wenn innerhalb eines Rollenspiels, einer Session und so weiter irgendwas nicht gut läuft und das immer wieder vorkommt, oder wenn das eine einmalige Sache ist, ist das wurscht, aber wenn so Sachen sind, die immer wieder kommen und wenn du jemanden hast, der Topping from the Bottom liegt, also dieses liebt, also dieses Dominieren von unten nach oben, also das sind Männer, die sind im Alltag sehr dominant oder Frauen, die sind Frauen im Alltag sehr dominant. Und wenn die dann diesen devoten Part einnehmen wollen, was in der Fantasie total schön ist, dann fängt man an, mit denen zu spielen und dann versuchen die, weil sie das aus ihrem Alltag kennen, das ist ein erlerntes Verhalten, das brauchen die halt jeden Tag,
versuchen die so die Richtung zu bestimmen. Und das ist natürlich als dominanter Part mega nervig, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, weil man sich selbst immer so in Frage gestellt fühlt. Mir ging das am Anfang so, ich kenne das von vielen Klientinnen. Das Beste, was man da machen kann, ist außerhalb der Session das offen zu besprechen, in der Session cool bleiben. Weglächeln, zur Toilette gehen, durchatmen. Und glaube ich, wichtigste Regel, tu immer das Gegenteil von dem, was dir der Sklave sagt, was er sich wünscht. Das kann manchmal ziemlich schwierig sein. Zum Beispiel, ich hatte, das heißt, ich habe oft Obacht, die Leute, die bei mir sind, ich meine jetzt nicht dich, ich drehe dieses Video wahrscheinlich bevor du überhaupt mit mir angefangen hast zu kommunizieren. Und viele Leute denken aus den Videos, fühlen sich getriggert, wenn ich irgendwas sage. Und dabei meine ich gar nicht sie. Ich habe sogar schon mal jemanden gehabt, der ist deswegen aus der Erziehung gegangen und wollte nicht mehr mit mir reden, weil er sich in einem Video so stark angegriffen gefühlt hat, obwohl ich ihn gar nicht meinte, weil das Video 6 Wochen, bevor wir zusammen angefangen haben, entstanden ist. Zurück zum Thema. Es gibt halt viele Klienten, die sich dann, ja, man spielt 3 Wochen mit denen, mit den Menschen. Und nach 3 Wochen kommt dann abends so eine Nachricht, ja, ich habe ja TeamViewer installiert für Sie und Sie können jederzeit darauf zugreifen. Sie haben das aber noch nicht einmal gemacht. Soll ich dann TeamViewer jetzt löschen? So nach dem Motto, hallo, ich möchte jetzt, dass du TeamViewer benutzt. Oder irgendwas anderes. TeamViewer ist jetzt, kannst du austauschen. Kann auch sein, dass es ein Spielzeug ist, dass es eine bestimmte Aufgabe ist, dass es in der Kindersicherungs-App eine bestimmte Einstellung ist. Also das ist austauschbar. Es kommt dann so ein, ah, ich möchte jetzt unbedingt das und das ausprobieren. Und ich sage dann immer, nein. Also man kann sich bei mir gerne Sachen wünschen, aber wenn man etwas fordert, einfordert, dann mache ich das bestimmt heute nicht mehr. Weil was passiert dann, wenn du darauf eingehst? Du lässt dich kontrollieren und das lernt das dein Gegenüber, ne? Also Menschen lernen ja auch, wie sich jemand verhält, lernen das einzuschätzen. Und dann hast du jemanden, der dich im Endeffekt kontrollieren kann, also der im Endeffekt die Sachen vorgeben kann. Und das ist was, das willst du im Rollenspiel nicht haben, ne? Schlimm ist das, wenn man beispielsweise sich die Sache überlegt hat und dann fragt jemand vorher und dann kann man sie nicht mehr machen. Das ist ziemlich oft der Fall, weil man möchte ja spontan Sachen machen, damit sie dann möglichst erregend ist und dann fragt jemand danach und dann, oh. Ja, also das, was man da machen kann, auch als devoter Part, ist das in Wunschform äußern. Vorsichtig in Wunschform. Ach, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt das und das machen. Ah, ich finde es schön, wenn wir das und das machen. Das ist auch noch eine Form von Topping from the Bottom. Die ist aber ein bisschen liebevoller, gesenkter. Man muss als devoter Part auch so ein bisschen gucken, wie man sich selber reguliert, ne? Dass man da nicht in so einen Modus fällt von, oh, können wir jetzt hier jetzt irgendwie so alles wünschen, was ich möchte. Deswegen ist halt so wichtig, dass man vor der Session Sachen abspricht. Zum Beispiel, ja, und ich habe neulich eine Session gehabt, da war ein Klient und der meinte, mir geht's heute nicht gut. Es wäre gut, wenn wir heute keinen Anal machen würden. Und ich, ja, ist in Ordnung, machen wir keinen Anal, ist in Ordnung. Wenn er das nicht vorher gesagt hätte, wir hätten dann Anal gemacht, wäre es ihm vielleicht schlecht damit gegangen. Deswegen ist auch diese medizinische Abfrage von der Session immer ganz gut. Wie geht's dir heute? Kriegst du gut Luft und so weiter? Das würde ich machen, wenn mir jemand ständig widerspricht. Gut, nächste Frage. Was hältst du von Homewrecking? Homewrecking bedeutet, dass ich eine Beziehung zerstöre. Also da kommt ein Mann oder eine Frau zu mir und sagt, ich möchte gern, dass du dich in meine Beziehung einmischst und diese Beziehung zerstörst. Das sind meistens Männer, die da kommen und die sagen halt, ich möchte, dass du meine Beziehung halt, dass du ihr sagst, dass ich devot bin, dass ich sie, ich hatte mal jemanden, der hat mir geschrieben, dass ich der Frau sagen soll, dass sie eine kleine blöde Pieps ist. Da hat er sich wahnsinnig einen drauf runtergeholt. Ich glaube, meistens ist Homewrecking eine Form von Kopfkino, eine sehr extreme. Meistens geht das auch mit Blackmail zusammen. Und es ist ein reines Kopfkino. Vom Kopfkino her ist okay, Kopfkino ist frei. Zumindest solche Sachen. Ich meine, es gibt auch Themenbereiche, da sollte man nicht unbedingt Kopfkino drüber haben.
Müssen wir jetzt aber in diesem Video auch nicht besprechen. Was halte ich davon, wenn da jemand zu mir kommt und sagt, er möchte das ausleben und das geht in die Realität, dann werde ich den nicht betreuen. Punkt. Das mache ich nicht. Ich finde, das ist unmoralisch, mich in die Beziehung von jemandem einzumischen, weil der Mann und ich, wir haben einen Rahmen. Wir haben uns dazu beschlossen, dass wir das machen möchten. Wir haben einen Konsens. Die Frau, die damit dran hängt, die hat sich nicht dazu entschlossen. Die wird damit reingezogen. Das ist unfair. Das geht nicht. Das kann man einfach nicht machen. Das ist kein verantwortungsvolles BDSM. Sorry, aber das geht nicht. Was war deine schönste sexuelle Erfahrung? Ihr stellt Fragen. Meine Fresse, was war meine schönste sexuelle Erfahrung? Es gab schon unglaublich viele schöne sexuelle Erfahrungen. Dann muss man ja auch. Also. Ich hatte mal eine junge Frau in der Beratung, die hatte in der zweiten Session mit mir das erste Mal in ihrem Leben einen Orgasmus. Das war therapeutisch schön, das war sexuell erregend schön, das war einfach ein tolles Erlebnis. Ich hatte mal einen Klienten, der hatte das erste Mal einen multiplen Orgasmus in der Session mit mir zusammen. Und der hatte einfach total leuchtende Augen und es war mega schön zu sehen. Ich hatte mal eine total schöne Tantra-Massage mit einem Klienten von mir. Das war auch total schön. Das ist schon lange, lange her, aber es war auch total. Also es gibt ganz viele, viele Sachen, die schön sind. Ich hatte letztes Jahr eine Session mit einer Freundin zusammen, mit einem Klienten und das war auch total toll. Also es sind ja auch die kleinen Dinge im Alltag, ne? Wenn eine Aufgabe toll ist, wenn man einfach eine gute Beziehung da zueinander hat. Das ist ja auch so ein bisschen, also es geht ja nicht nur um dass es erregend ist oder dass es sexuell schön ist, sondern es ist ja auch die Beziehung zueinander, die schön ist, die sich aufbaut und die auch oft weit über, drücke ich das jetzt aus, über diese Geschäftsbeziehung hinausgeht. Das ist eine Geschäftsbeziehung, keine Ahnung, ist doch egal. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es sind die, ich mag die Beziehungen zu Menschen. Genau. Wie kann man dir eine Freude machen? Mit den Goddess-Schuhen von Valentino in Größe 36. Ja, da gab es von Valentino, gibt's so Sneaker, da steht Goddess drauf und Goddess, 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 Göttin, ach, ist doch egal. Und die wollte ich unbedingt haben, Größe 36, die sind ausverkauft. Scheiße. Ja, oder von Louis Vuitton, nein, das ist ja alles viel zu teuer. Keine Ahnung, ich mag von Lederach, Lederach, keine Ahnung, wie sich die Scheißmarke ausspricht, mag ich die Florentina in Vollmilchschokolade. Das finde ich aber sehr schön, wenn mir das jemand schickt. Wir haben schon Amazon-Gutscheine gekriegt von YouTube-Zuschauern, die dankbar waren. Blumen sind auch immer toll. Wir können ja im Endeffekt jeder alles an meine Adresse schicken. Die steht hier einfach im Impressum drin. Ja, so Kleinigkeiten halt. Haben auch schon unschöne Geschenke bekommen. Aber meistens sind es schöne Geschenke. Ich habe zum Beispiel von einem Klienten gerade so Rosen bekommen, die irgendwie haltbar gemacht wurden. So ein Riesenstrauß Rosen. Die hatte ich eben schon versucht in den Hintergrund zu stellen, aber die Rosen sind zu lang. Naja, also man kann mir mit vielen Dingen eine Freude machen. Im Moment spare ich ja auf so ein großes Trampolin für den Garten, weil ich gerne so ein großes Trampolin hätte. Die sind auch ziemlich teuer mit, ich glaube, 300. Ja, waren das 350 oder waren das 550 €? Ist auch egal. Naja, im einfachsten Fall den Amazon-Gutschein, aber. Naja, vielleicht hilft das dem einen oder anderen für den Geburtstag nächste Woche Donnerstag. Da habe ich nämlich Geburtstag. Genau. Mein Name ist Dieter und ich bin 78 Jahre alt. Damit bin ich dir wahrscheinlich zu alt. Nö. Also manchmal kommt das auch in der Beratung, dieses Thema. Neulich hatte ich auch, da war jemand Mitte 50. Ja, ich bin doch so alt wie dein Vater. Ja, und? Du bist ja nicht mein Vater. Das wäre creepy, aber sonst. Ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, die über 90 waren. Ich finde, solange
solange jemand vom Kopf her gut dabei ist, ist doch alles gut. Also ich hab da gar kein Problem mit, überhaupt nicht. Ich bin da einfach echt sehr offen und neutral. Hat sich schon mal, letzte Frage, dann bin ich durch. Hat sich schon mal ein Sklave in dich verliebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, das passiert sogar ziemlich oft. Ich habe jetzt keine Statistiken dazu, aber ich habe das Gefühl, dass schon ziemlich viele Leute, die besonders die in der Betreuung sind, sehr schnell verliebt sind. Weil, das hat ja auch einen Grund, weil oftmals sind das Menschen, die ganz alleine sind oder ziemlich alleine, ziemlich isoliert sind. Also die haben dann vielleicht Eltern, einen besten Freund, Schwester oder so. Aber halt keine weiblichen Bekannte, Freundinnen. Und solche Leute neigen dazu. Gibt auch manchmal mit den Ehepaaren, mit Menschen, die verheiratet sind, aber solche Leute neigen dazu. Und es ist dann oft so, dass ich ihre Welt bin. Also ich bin so die Sonne. Und das ist irgendwie süß. Also kann ja keine Frau abstreiten, oder? Dass wenn sich jemand in dich verliebt hat, dass einem das irgendwie ein Gefühl von, das ist halt so ein Selbstwertboost, glaube ich. Das ist etwas, deswegen kommen ja viele Menschen auch ins BDSM, viele Frauen oder auch ins horizontale Gewerbe, weil man halt immer auf so ein Podest gestellt wird und angehimmelt wird. Zumindest von den Kunden, mit denen es gut läuft. Ne? Gibt auch viele Negativbeispiele. Aber ja, das passiert schon sehr oft, dass man dann ja einfach merkt, dass jemand zum Beispiel abends gar nicht aufhören kann zu schreiben, dass der versucht, ja wirklich extrem das Gespräch am Laufen zu halten, dass man nicht mal 5 Stunden wegfahren kann, ohne dass abends die Frage kommt, ja, heute war es aber total beschäftigt, was war denn los? Oder wenn man mal abends nicht gute Nacht sagt, dass dann direkt, dass dann da direkt das Gefühl entsteht, so du hast mich vergessen und so. Ich glaube, dass die Leute auch oft nichts dafür können, weil sie halt, wie gesagt, sehr isoliert sind, einsam sind und dann entsteht so ein Gefühl von Liebe halt sehr schnell. Für mich ist der Vorteil, da ich ja eine sexualtherapeutische Ausbildung gemacht habe, haben wir viel darüber gesprochen, was passiert, was man machen kann, wenn sich jemand in einen verliebt. Und ich weiß, was ich dann tun kann. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal spreche ich die Leute drauf an und sage, du bist aber schon sehr, du findest mich schon sehr, sehr toll, oder? Manchmal sage ich auch direkt, du hast dich total in mich verknallt. Und dann kommt ganz oft so eine extreme Abwehrreaktion. Nein, niemals und so weiter. Aber das ist ja alles okay und gut. Es wird halt schwierig, wenn man, wenn man den Eindruck hat, dass mit jemandem das Herz bricht, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so funktional weiterzumachen. Da muss man dann gucken, wie man das sinnvoll zu Ende führt. Und muss halt, also ich muss halt auch immer gucken, wo ist der Punkt, wo es toxisch wird. Weil aus jemandem, der große Gefühle für einen hat, kann schnell was Negatives entstehen. Und dann hat man den Stalker, den ich um jeden Preis vermeiden möchte. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man lernt bei mir in der Ausbildung zur Domina, wie man es schafft, diesen Spagat hinzukriegen. Und wie man auch immer wieder sich mal rausnimmt aus dem Alltag und mal Sachen für sich macht und eben nicht nur in diesem Kosmos aus Anhimmelung und man ist die Größte lebt. Weil das ist, auf Dauer macht dich das bescheuert. Dann stellst du dich immer auf so ein Treppchen, das ist nicht gut. Man muss schon auf dem Boden bleiben. Genau. Das waren jetzt erstmal die Fragen. Interessante Fragen dieses Mal. Genau, wenn du noch mehr Fragen hast, dann schreib sie gerne unter dieses Video. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt oder über mich erfahren oder wie auch immer. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope.